Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Path of Exile. Weiter geht die Reise mit der kleinen Tornado Shot Rangerin. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und was nachgeschaut, zum Beispiel hier den Köcher, den tausche ich jetzt mal aus. Ich vergleiche ihn nochmal eben schnell. Ja, der neue Köcher hat einfach ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen Leben, ein bisschen mehr von allem. Deswegen nehme ich den einfach. Dann war ich nochmal im vorherigen Akt und habe mir nochmal die Edelsteine angeschaut, die ich da bekommen kann. Und habe mir mal zwei noch besorgt, Blood Rage und Herald of Ice. Gleichzeitig habe ich hier aus meinem Charakter die Sachen und die Edelsteine rausgenommen, die ich nicht benutzen werde. Flame Totem ist rausgeflogen und Burning Arrow, ich glaube, das war es auch schon. Die sind also, habe ich jetzt weggeschmissen sozusagen. Die beiden kommen jetzt dazu. Und ich habe nochmal einen Enduring Cry mir reingesockelt. Den hatte ich rumfliegen. Ja, kann nicht schaden. Ein bisschen extra Survivability. Vielleicht benutze ich ihn, vielleicht nicht. Muss nur mal gucken, wie ich das dann hier mache. Dann wäre es sinnig, den Enduring Cry... wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Dann mache ich das so. Dann lege ich da meinen Enduring Cry hin. Und hier lege ich mal Blood Rage hin. Mal gucken, ob ich das jetzt wirklich benutze exzessiv. Ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt. Aber jetzt ist es drin. Gut, ansonsten geht's dann heute weiter. Schauen wir, dass wir ein bisschen vorankommen. Jetzt soll ich den Herald of Ice zumindest schon mal anmachen. Und was lag da? Da lag mein. Wo bist du? Wo bist du? Da ist Blood Rage. Nee, halt. Da soll der Blink Arrow bleiben. Da soll er hin. So, jetzt passt's. Okay, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, ansonsten habe ich gesehen, sind so ein paar Fragen aufgekommen, wo soll es eigentlich hingehen mit der Reise und so weiter und so fort. Ich werde schauen, dass ich beim nächsten Level-Up mal noch ein bisschen was dazu sage, wo ich noch hin möchte. Und gleichzeitig werde ich jetzt diesmal in der Videobeschreibung verlinken, zum einen, welchen Bild ich hier so als Vorbild genommen habe und auch meinen Skillplan dazu, wie ich das Ganze dann spielen möchte. Weil das im Grunde sehr, sehr ähnlich ist. Also eigentlich habe ich nur die Startpunkte vom Duelisten ausgetauscht und dafür die von der Rangerin genommen. Dafür lasse ich dann bei mir auch ein paar Punkte im Templar-Baum weg. Also, wenn man nachher die Additionen sieht, was wir denn dann am Ende alles haben, dann ist das eigentlich ziemlich identisch an Punkten, die da zusammenkommen. Ich habe ein ganz klein wenig, ich habe ein bisschen weniger Utility-Sachen. Im Originalbild ist zum Beispiel Resolute Technik mit drin. Und so ein kleiner Knoten, der... ich zeige das gleich einfach beim Level-Up, dann sage ich euch, wo der Originalbild lang geht und wo ich mich anders entschieden habe. Also habe ich jetzt Blood Rage angemacht, das war eigentlich keine Absicht. Ein bisschen Angst davor. Ja. Fehlt ein bisschen Lebensregeneration insgesamt. Eine Divination Card. Sehr pink das Ganze. Eine Farbe, die ich gerne, glaube ich, ändern würde. Pink geht gar nicht. So. Gut, Blood Rage ist wieder aus. Das war eh ein Versehen. Den wollte ich noch gar nicht benutzen. Den wollte ich eigentlich nur leveln. Blood Rage wollte ich erst benutzen, wenn ich noch deutlich mehr Lebensregeneration habe. Ja, ansonsten kann ich schon mal sagen, bin ich eigentlich wirklich äußerst zufrieden mit dem Charakter. Bis dahin Schaden wirklich hervorragend, Survivability auch ziemlich solide. Oh. Haha, ein Disconnect, wie schön. Ich hoffe, das ist jetzt alles wieder okay. Irgendwas ist ja immer.
ruckelt gerade auch ziemlich. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht zum Standard. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir ist das häufig so, wenn ich einmal Disconnect hatte, dann bleibt es auch ziemlich instabil. Vielleicht wäre es auch ganz sinnig, ich mache das lieber andersrum. Das ist wesentlich besser. Karte ist auch weg. Sind die EP auch weg? Habe ich den auch meinen... Quiver hat sich, ist gleich geblieben. Okay. Ich hoffe, das war jetzt nicht Verschwendung, was ich gerade da gemacht habe. Ja, EP sind definitiv weg. Ein kleiner Rollback. Hm. Ärgerlich. Ich mag das nicht, wenn ich gerollbackt werde. Okay. Versuchen wir da unser Glück. Dann die Karte. Stimmt, die Karte ist natürlich auch weg. Nation Card. Gut. Wäre jetzt nur ärgerlich, wenn es wirklich was Wertvolles gewesen wäre. Nee, duellieren möchte ich mir mit dem auch nicht. Ist mir auch ein bisschen zu gefährlich. Da habe ich auch keine guten Erfahrungen mitgemacht. Duelle gegen Warichi. Oder warst du der, wo ich jemanden ausschalten muss? Ne, der hatte ja auch eine Höhle neben sich. Das suggeriert mir, der wollte da eine Kampfarena haben. Oder aufbauen. Ja, die Duelle, die sind doch... ist ja Perpetus. Die Duelle, die sind doch sehr unvorhersehbar. Manchmal sind die extrem einfach und manchmal brutal. Keine Experimente. Nur Sachen machen, wo man sich auch sicher fühlt. Das ist so meine Devise jetzt hier. Glaube ich, gerade keine gute Zeit zum Spielen. Das ist ja lästig. Ruiniert er mir heute meine ganze Freude hier. Komm, einen Versuch machen wir noch. Wenn irgendwas richtig Gutes kommt, logge ich auch sofort aus. Nicht, dass das nachher weg ist. Normalerweise wäre das jetzt der Moment, wenn ich nicht vorhätte, die Zeit zu nutzen, ein Video aufzunehmen. Dann würde ich jetzt schichtenergreifend sagen, gut, dann nicht. Dann komme ich in morgen nochmal wieder. Diese Raging Spirit Dinger. Das ist brutal lästig. Schnell den Talisman aufheben, bevor es jemand anders tut.
So, Spiel, jetzt lass mich bitte nicht nochmal hängen. Server-Stabilitätsprobleme, habe ich das Gefühl. Das ist brutal laggy hier. Ist auch nicht unbedingt normal. Ich meine, dass der schon mal ein bisschen ins Ruckeln kommt, wenn da viele Gegner auf einmal spawnen, okay, aber so ruckelig ist es sonst nicht. Habe ich doch alles schon mal hochgelevelt. Was soll das denn? Ausgerechnet in einem meiner Lieblingsgebiete, da wo ich eh so ungern mich aufhalte, da muss ich jetzt doppelt und dreifach alles machen. Nehmen wir mal die Ballista dazu, kann ich auch mal ein bisschen was machen. Nein, ich habe nicht vor, dauerhaft mit der Ballista zu spielen. Ich meine, ich weiß nicht, wahrscheinlich behalte ich sie die ganze Zeit über, aber eigentlich ist sie wirklich nur so ein Zusatzgimmick gegen, gegen große Brocken, vor allen Dingen gegen Bosse, um den Gegner noch ein bisschen zusätzlich zu verwirren, dem zusätzliches Angriffsziel zu geben und auch noch ein bisschen zusätzlichen Schaden davon zu bekommen. Ansonsten, ja, das wird schon Tornado-Shot. Wobei sicherlich andere Varianten von Tornado Shot gibt, die wesentlich mehr Damage Output haben. Allerdings sind die auch bei weitem nicht so tanky. Bei dem Charakter steht halt wirklich tanky an erster Stelle. Das ist das absolute Ziel des Ganzen. Der Schaden ist eher, sagen wir mal, mittler, im unteren Mittelfeld, so denke ich mal. Solide, aber nicht überragend. Jetzt bin ich gespannt. Okay, diesmal klappt's. Ich glaube, wenn ich wirklich darauf ausgewähre, dass ich sage, okay, ich möchte irgendwas spielen, was einfach nur brutal schnell killt und so. Ich glaube, im Moment wäre wirklich meine erste Wahl dafür ein Dual-Totem-Shock-Nova-Bild. Shock-Nova-Totem heißt das Ding, ne? Ja. Also zwei davon und dann den ganzen Gegner, die ganzen Bildschirme mit den beiden Dingern quasi stunnen, schocken, nicht schocken, hier stunnen, zurückwerfen. Die Dinger gehen ganz gut ab. Braucht man eigentlich auch kaum Ausrüstung für. Aber ist halt ein Totembild. Die finde ich halt grundsätzlich eher, geht so. Ist durchaus mal ganz lustig, aber so dauerhaft. Ich wollte halt irgendwas haben, was sich direkter spielt diesmal. Ich hatte ja zuletzt, wie hoffentlich bekannt ist, Essence Drain gespielt. Auch ein Skill, den ich nach wie vor extrem gut finde. Also den kann ich euch auch nur ans Herz legen, wenn ihr den noch nicht ausprobiert habt. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist sehr stark, macht auch durchaus Spaß. Aber ist halt auch so ein indirekter Spielstil und ich wollte halt irgendwas haben, was mal wieder richtig reinhaut. Also wo man das Gefühl hat, selber Gegner wirklich aktiv zu töten. Davon ab, wenn der Charakter hier sterben sollte, habe ich auch schon den nächsten geplant, was es dann werden soll.
würde ich nämlich mal was anderes testen. Auch ziemlich speziell eigentlich. Glacial Hammer, Einhand, Hammer, Templar. Habe ich schon mal bis Level 40 in Softcore-Talisman irgendwann angefangen, ganz am Anfang der Liga. Sehr bescheidener Killspeed, ist also ziemlich zäh damit, aber dafür ist der sowas von sicher. Ich glaube, der ist, wenn man es auf die Spitze treibt, nahezu unsterblich. Erkauft man sich halt damit, dass man auch nicht viel Schaden macht. Braucht halt lange. Okay, da ist schon Piety. Jetzt hoffe ich mal, dass ich... Also ich mache mir auf jeden Fall erstmal ein Fluchtportal. Schaden, den Piety mir macht, ist nicht so dramatisch. So. Nehmen wir die Schlüssel. Gibt es da auch schon ein Edelsteinchen für? Gibt es auch ein Edelstein für? Okay, da sind es zwei der Auren, die ich durchaus nach Skillplan benutzen möchte. Und zwar Hatred und Grace. Na, verdammt. Ich glaube, ich sichere mir schon mal die Grace-Aura. Gleich kommt auch mein Level up. Sockel habe ich gerade nicht frei für Grace. Sonst hätte ich das schon mal so, leveln können. Jetzt sollte ich gleich mal gucken, dass ich irgendwie mir was aufhebe für den zweiten Waffenslot mit einem grünen Sockel, einfach um das Ding schon mal leveln zu können. Lokalisation war ich doch schon mal. Lokalisation. Mal so ein bisschen Vorsicht geboten. Okay, Warichi. Aber es war doch gerade der andere Typ, der... egal. Ich helfe jetzt Warichi. Ich versuch's zumindest. Eigentlich hier meine Flaschen. Giant Life Flask kann ich doch wahrscheinlich schon mal benutzen. Okay, einfach nur Mana Leech, das ist doch ganz nett. Okay, da ist mein Target. Ob wir den tanken können. Ja, sieht gut aus. Irgendwas Spannendes hier. Onyx-Amulett kann man vielleicht mal mitnehmen. Den einen Ring können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Und Zweihandschwert. Ach, eine Klaue. Die ist doch ganz okay. Wie gesagt, es geht nur darum, dass ich irgendwas habe, was ich auch tragen kann. Ding ist identifiziert, das ist natürlich blöd, aber egal. Ja, wunderbar. Ich habe nur darum, die Grace Aura zu sockeln.
kurz zu Vorici zurückspurten. Da hinten soll ich auch sicher sein. Dann kann ich kurz meinen Skillpunkt vergeben und ein bisschen darüber erzählen, was ich so in Zukunft vorhabe. Guck nochmal. Ja. Sollte sicher stehen. Ein Blick auf die Lebenspunkte, falls da irgendwie was schief läuft. Okay, also. Der Originalcharakterbild, der fängt halt beim Duelisten an, kämpft sich hier durch die physischen Sachen rein in Evasion und kommt dann hier bei dem Punkt raus und startet quasi hier sozusagen im Baum. Das heißt, der Teil hier, der ist bei mir, den habe ich mir quasi dazu erfunden. Im Original, also die Keystones, man geht dann hier durch die Lebenspunkte runter zu ein Reflexes, das werde ich auch machen. Hier kommt dann Lion's Eye Fall hin. Edelstein, der konvertiert jedes Keyword, das Melee-Damage macht, zu Bow-Damage. Das heißt, die ganzen Punkte, die jetzt hier Two-Handed-Melee-Damage machen oder als Wert haben, die werden dann in Bogenschaden umgemünzt. Den Punkt können wir dann auch noch mitnehmen. Zum Beispiel auch hier unten den, der ist auch sehr schön von den, was ist das eigentlich, Hammer? Axt, genau, die Axtknoten, die werden dann auch zu Bogenknoten. Hier unten die Zweihand-Sachen dann auch, also dass wir hier die ganzen dicken Knoten dabei haben. Dafür braucht man natürlich dann das Lion's Eye Fall Juwel. Dann geht der Weg als nächstes hier lang. Hier in die Lebenspunkte, runter zu ein Grip. Hier in die Armor-Sachen. Hier rüber zu Unwavering Stance. Dann geht's hier lang. Rein in die Lebenspunkte. Hier rüber. Da zu dem Juwelsockel. Da wird jetzt kein Lion's Eye Fall mehr reingesockelt. Könnte man eventuell auch machen für mehr Schaden. Allerdings ist der bei Weitem nicht so gut wie der hier unten. Weil der halt nur diesen dicken Knoten mit drin hat. Ansonsten sind es halt leider nur... Also der, ja, wir können es leider nicht sehen. Die Reichweite reicht leider nicht, um irgendwie noch einen von den Knoten hier, von den großen, zu erwischen. Das ist ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ist sicherlich kein Fehler, wenn man das macht, aber dann wird der Charakter doch wesentlich fragiler, dafür macht er halt mehr Schaden, logisch, klar, man muss das erkaufen. Gut, dann geht's hier durch die ganzen Rüstungssachen, hier wird nochmal ein bisschen Elementarresistenz eingesammelt, hier rein, Lebenspunkte, Lebenspunkte Rüstung, der ganze Kram, das wird alles mitgenommen. So, und dann, was ich mir dann schenke, was im Originalbild ist, das ist quasi die Alternative zu dem Weg hier hinten, geht der Charakter dann in Resolute Technique. Das brauche ich nicht, weil ich einen anderen Bogen benutze. Ich werde Lion's Eye Glare benutzen. Ziemlich cooler Bogen, ordentlicher Schaden, relativ schnell. Und vor allen Dingen kann er sowieso nicht verfehlen, der trifft immer. Das heißt, wir können dann zusätzlich auch noch critten, wobei ich jetzt auch keine speziellen Crit-Knoten habe, aber immerhin so als Gimmick ist das ganz okay. Dann holt sich der Originalcharakter hier noch diese Dinger. Die sind eigentlich ganz witzig, aber, ja, muss man jetzt auch nicht unbedingt haben. Man ist natürlich schon ganz schön, dass man weniger Schaden von Critical Strikes nimmt. Dann geht's hier oben nochmal lang in die Lebenspunkte. Ja, im Original geht's dann zum Schluss, oder zwischendurch auch nochmal hier lang, in dieses klassische Lebenspunkterad. Dann kann man auch den Sockel hier mitnehmen. Ich mach's andersrum, ich werde hier rum lang marschieren, also und im Original nicht nur da rein, sondern auch hier rüber nochmal zu den Lebenspunkten. Ich werde es anders machen, ich werde hier hoch marschieren und so rum da reingehen. Habe ich auch den Sockel, habe insgesamt mehr Geschick, etwas weniger Stärke, was mir aber entgegenkommt, weil mein Bogen deutlich mehr Geschick braucht als der im Originalbild verwendet wird. Und ich habe die Option, falls ich die Punkte irgendwie erübrigen kann oder noch sonst irgendwie anders mir das überlege, man könnte auch relativ gut hier noch hinkommen. Also ich habe quasi ein bisschen was von der Defensive gecuttet und dafür ein bisschen mehr Offensive noch mit drin. Das ist so ganz grob der Plan für die Zukunft mit meinem Charakter und auch die Erklärung, wie das Original funktioniert. Aber wie gesagt, ich werde das auch nochmal verlinken, nochmal für alle in Ruhe zum Nachschlagen. Jetzt, boah, den Typen mag ich nicht.
Thomas. Das ist so nebenbei auch der Grund, Hardcore. Es gibt mehrere Gründe, warum ich mich jetzt für Hardcore entschieden habe und das eigentlich auch für eine ganz gute Idee halte. Einen Grund hatte ich ja schon erwähnt, dass ich sowieso gerne neue Charaktere anfange, von daher das ganz witzig finde, dass ich dann einen Grund habe, einen neuen anzufangen. Zum anderen habe ich einfach Bock auf den Nervenkitzel. Ist nämlich aufgefallen, ich habe zuletzt doch sehr, sehr, gedankenlos gespielt, sagen wir es mal so. Also ich habe mich zu sehr, also zu oft sterben lassen, einfach weil es ja bei in Softcore zumindest bis zu einem gewissen Punkt im Grunde keine Auswirkungen hat. Ja, und das ging mir selber so ein bisschen auf die Nerven. Deswegen wollte ich mal einen Grund haben, wirklich richtig aufzupassen und mal ein bisschen vorsichtiger und vor allem bedachter bei der Ausrüstung zu agieren. Wie gesagt, hier ist erhöhte Vorsicht geboten. Das ist eine durchaus RIP-intensive Stelle hier generell, die Kanalisation. Vor allen Dingen halt diese Discharger, die können richtig reinhauen. Wenn da mehr als einer kommt, also zwei, drei gleichzeitig, am besten noch irgendwelche Champions oder gar Rare-Typen mit irgendwelchen fiesen Mods und dann treffen gleich zwei davon mit einem Crit oder so. Da ist es mal schnell um einen geschehen. Das habe ich schon häufiger mal gesehen in Videos. Ich bin ja mal gespannt. Gamecutter Strongbox. Und zwar ohne irgendwelches Gimmick-Gedöns. Jetzt kommt auch noch so ein Discharger um die Ecke. Das ist nicht gut. Und ein... Boah, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Talismanträger, der schon mal gerne Unheil anrichtet, plus voll aufgeladene Discharger. Da wollte ich nicht unnötig im Weg rumstehen. Ich sollte doch nochmal eben kurz zum Wegpunkt zurück und mein Inventar mal eben frei machen. Drücken wir schon mal Schmied, dem Hagan hier, die zwei Büsten in die Hand. Sind die auch schon mal aus dem Inventar raus. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Da sind meine Identifikationsrollen. Ordentlich Lebenspunkte. Falscher Grundtyp, keine guten Sockel. Bringt nicht viel. Was sagt die? Curse Immune. Ja. Ist auch nicht so ganz schlecht. Ein ganz schöner physischer Schaden eigentlich. Viel Elementarschaden. Was sagen die Ringe? Nichts. Okay, das ist uninteressant. Also das kann weg, das kann weg, das kann weg. Schwert hebe ich mal auf. Mann. Nicht, dass ich krank werde. Ich fühle mich nicht so ganz hier. Da habe ich jetzt gerade so gar keinen Bock drauf.
Nebenbei, schade, dass kein schönes Fortgammon dabei war. Hätte ja klappen können. In der Box gerade. Egal. Jetzt haben wir wieder ein leeres Inventar und können weitermachen. So, ich sollte hier Ringe und so mal wieder mitnehmen. Ich habe so das Gefühl, ich habe wieder mal ein bisschen wenig Identifikationsrollen. Ist das viele, dass die Discharger auch noch Flicker Strike haben? Vor denen wegzulaufen ist nämlich deswegen manchmal gar nicht so einfach. Ich glaube, dass ich nicht im Radius stand. Getroffen, aber das habe ich kaum gemerkt. So, da soll es eigentlich hingehen. Sehen, die sind so Ton in Ton mit der Umgebung. Ich überlege gerade, wann kriege ich eigentlich Tornado Shot? Wahrscheinlich, wenn ich Gravicious weghau. Vermute ich einfach mal, dass das die Belohnung da sein müsste. Langsam dürfte das Spiel auch ruhig mal ein bisschen generöser sein, wenn es um ein paar schöne Orbs geht. So ein paar Alchemy- oder Chaos-Orbs. So langsam hätte ich mal gern welche. Wäre schön, wenn da welche fallen würden. Ja, der Charakter ist zum Glück nicht besonders teuer auszustatten, aber so ein paar Orbs braucht man dann doch. Nochmal, also was ich auf jeden Fall brauche, ist ein Lion's Eye Glare und ein Lion's Eye Fall, also sprich das Juwel und der Bogen. Der Bogen kostet so roundabout 3 Chaos Orbs. Das Juwel, habe ich beim letzten Mal schon mal gesagt, ungefähr so 10, manchmal ein bisschen günstiger, wenn man Glück hat. Aber für 10 kann man sicher bekommen. Die Rüstung ist auch Lion's Eyes Vision, heißt die, glaube ich. Da kostet die so, ja, kommt ein bisschen natürlich auf die Links an. Wenn man 5 oder gar 6 Link haben will, dann ist man natürlich wieder im Exalted-Bereich. Ansonsten ist die schon für, ja, auch so 1 bis 3 Chaos-Orbs zu haben. Der Charakter benutzt im Original auch noch einen Drillneck-Quiver. Der ist, ich hatte ihn eigentlich sogar noch teurer in Erinnerung. Der ist eigentlich gar nicht so teuer im Moment. Der kostet auch so 20 bis 30 meistens Chaos-Orbs. Ich habe den eher so im mehreren Exalted-Bereich im Hinterkopf gehabt. Gut, ich beschwere mich nicht. Also durchaus auch für mich theoretisch erreichbar. Am Ende des Tages brauche ich ja eigentlich auch nur gucken, dass ich irgendwie, ja, in ein Gebiet kommen mit Gebietslevel 60, in dem ich sicher farmen kann. Dann kann ich über das Händlerrezept theoretisch beliebig viele Chaos-Orbs generieren. Vorausgesetzt natürlich, ich investiere die entsprechende Zeit. Aber dann hat man zumindest was, worauf man hinarbeiten kann.
Meine Automap ist kaputt. So, da sieht man mal wieder was. Das war ein großes freies Gebiet. Hat sich auf der Map überhaupt nichts getan. Muss das denn so laggen hier? Goldring nehmen wir auch mit. Vor allen Dingen für Fragmente. Point blank. Nee, Point Blank brauche ich eigentlich auch nicht. Ich will gar nicht nah an die Gegner ran. Fast Attacks ist gut. Fast Attacks nehme ich gerne mit. Bow. Schade, keine guten Links drin. Da warte ich lieber. Ansonsten wäre jetzt auch wieder an der Zeit, vielleicht mal drüber nachzudenken, den mit dem Händlerrezept entsprechend zu craften, um nochmal wieder jetzt den Schaden zu erhöhen. Wobei der mich jetzt gerade durchaus überzeugt, nach wie vor noch. Hütte hier rein. Das ist doch genau das, was ich eigentlich brauche. Chaos Orbs. Leider fehlen mir jetzt noch 6 weitere Karten. So, Haku, du kannst mich mal. Jetzt kommt gleich die unangenehmste Kanalisation. Ich hoffe, da klappt es auch so gut wie in den anderen. Auch schon sehr schön. Der Skillpunkt leuchtet immer noch da. Der will auch endlich vergeben werden. Zack. So, die nächsten, die werden dann richtig lohnenswert. Gerade der hier: 10 Leben, 1,6 Life Regeneration. Das ist eine Ansage. Viel mehr geht kaum. Ich glaube, das ist tatsächlich, was das angeht, dürfte es eigentlich der stärkste Lebensknoten im Spiel sein. Wenn es nicht der absolut stärkste ist, dann zumindest mein stärkster bei dem Charakter hier. 1,6 ist halt schon ziemlich viel. 10% ist auch ziemlich viel. Also allein in der für sich genommen ist beides schon sehr gut, aber in Kombination einfach unschlagbar. So, jetzt ist meine Stimme gleich ganz weg. Kannst du? Wo bist du? Da. Ich muss einen Schluck trinken, hilft ja alles nix. +1 Zombies.
Ja, schade. An sich ist das Ding ganz gut, aber der Automod ist blöd. Den jetzt mit physischem Schaden oder Attack Speed, das wäre es gewesen. Ja, das ist der Ausgang. Das sieht gut aus. Schade, dass da keine Links drin sind in dem Bogen. Das wäre es ansonsten gewesen. Rein von den Sockeln suche ich genau so ein Ding. Vier Grüne, da könnte ich schon richtig was mit anfangen. Sieht nach Wüste aus, die müsste jetzt eigentlich kommen. Jawohl. Sollte es jetzt an der Büste scheitern, das kann ja gar nicht. So. Ja, schön. Heute muss ich mich wieder besonders häufig räuspern. Ich meine, ich habe da ja generell Probleme mit, aber heute ist, glaube ich, ganz schlimm. Das tut mir echt furchtbar leid. Ist auch für mich unangenehm. Kann ich aber gerade nicht ändern. So, haben wir hier den Marketplace wieder. Hole ich mir jetzt gleich noch den Wegpunkt, dann kann ich auch schnell wieder mal zurück mein Inventar freimachen. Huch, warum sind mich denn hier hingepflanzt? Wegpunkt. Okay, dann schieß mal los. Ach ne, halt. Erstmal gucken und verkaufen. Schade. Guter Ansatz, leider von allen ein bisschen zu wenig. So, jetzt bin ich gespannt, was kannst du? Ach, leider ganz schlechter Auto, ganz schlechte Sache. Movement Speed, Leben, Feuerresistenz, Geschick. Das klingt doch auch alles sehr schön. Völlig ein bisschen Mana, aber dafür passen auch die Sockelfarben deutlich besser zu meinem Charakter. Und ich habe deutlich mehr von dem Wert, der drauf ist. Ja, die Robe gucken wir uns auch an. Kann nichts. Den schicken wir unidentifiziert weg. Den behalte ich. Brauche ich eigentlich auch nicht groß gucken. Gucken wir mal hier im Vergleich. Definitiv nicht besser. So, jetzt halt. Gib mir mein Buch, bitte. Gucken wir mal. Ich verliere ein bisschen Mana. Das könnte etwas unangenehm sein, aber ich glaube trotzdem, dass ich damit besser fahre. Ne, laufe in dem Fall. So, zack. Und der nächste wird dann der richtig schöne Punkt hier.
Was meine eigene Skill-Reihenfolge angeht, da bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren, ob ich jetzt erst ein Reflexes mir besorge oder ob ich gucke, dass ich vielleicht doch den Weg zum Marauder erstmal ein bisschen noch vervollständige. Nee, wollen nicht übertreiben. Ambitionen in Richtung Edziri habe ich jetzt aktuell noch nicht. Das heißt, das korrumpierte Gebiet lassen wir auch mal dezent beiseite. Ich das dem Charakter durchaus zutrauen würde, so ist es nicht. Aber ich habe auf der anderen Seite auch nicht wirklich viel, auf das ich hoffen kann da. Dass ich jetzt hier den Wegpunkt gut finde, weil der ist wirklich wichtig. Den braucht man. Hier ist so ein Knotenpunkt, wo die Questen zusammenlaufen. Hier muss man doch häufiger mal wieder hin zurück. Da ist er auch sehr schön. Kann ich eigentlich hier mit drüber schießen? Das finde ich immer sehr lustig. Das entschließt sich mir auch jeglicher Logik, warum ich da nicht meinen Blink Arrow benutzen kann. Also über so eine Balustrade drüber zu schießen, sollte eigentlich machbar sein. Da sehe ich jetzt eigentlich relativ wenig Probleme. So, jetzt hier den Golems Blood. Zack. Ordentlich Lebenspunkte dazu bekommen. Schön Regeneration obendrauf. Wir mal das bei dem Tempel hier einen Besuch abstatten. Zumindest kann man schon mal sagen, was gut ist, dass sich die anfänglichen Instabilitäten in Luft aufgelöst haben. Brudergeist. Der regeneriert aber ziemlich zügig. Apropos in Luft aufgelöst. Oh, ich hasse diese Viecher. Gerade wenn du denkst, du hast sie, sind sie weg. Was haben wir denn hier? Ein Quiver. Dann haben wir hier noch. Schöner Grundtyp eigentlich. Ich nehme das Amulett noch mit. Das brauchen wir eigentlich nicht mitnehmen.
Ich stehe hier etwas ungünstig mit dem Rücken zur Wand. Das ist auch ein Talisman. Du Drecksack. Scroll of Wisdoms dürften gerne noch ein paar häufiger droppen jetzt in nächster Zeit. Dasselbe gilt natürlich nach wie vor für Chaos Orbs und Alchemy Orbs. Sehr schön. Also Laris Tempel, generell die Tempel gehören eigentlich mit zu meinen Lieblingsleveln. Die mache ich eigentlich immer sehr gerne. Auch wenn man sich hier gerne mal verläuft. Ich finde die optisch ganz schön und die Gegner haben irgendwie was für sich. Ja, von den Statuen mal abgesehen. Die Statuen, je nach Charakter, mag ich die nicht wirklich, weil die einfach so elendig viel einstecken können. Gucken. Das ist schön. Massiv erhöhte Rarity. Könnte auch was sein. Passt. Geht alles mit. Schön. Hatte ich doch heute schon mal die Quest. Naja, ich will mich nicht beschweren, da gibt es wesentlich schlimmere. Aha. Den nehme ich auf jeden Fall mal mit. Der hat zwar nichts außer links, aber dafür hat er links. Und zwar genau die passenden. Jetzt ich mein Tornado-Shot spätestens dann drüber freuen. Gucken, vielleicht erübrige ich ja ein paar Orbs und versuche da ein paar Lebenspunkte oder so drauf zu craften. Das ist mein Target. Aber dafür mache ich jetzt hier auch erstmal die Gegner weg. Longbow. Longbow, den will ich mir natürlich schon angucken. Auch wenn ich mittlerweile über den Grundtyp eigentlich hinausgewachsen bin. Vielleicht ist der aber so gut von den Stats her. Nein, ist er nicht. Ich gehe mal eben schnell zurück. Das wieder hin, nehmen das mit. Gehen wir einmal zurück und machen das Inventar leer. So, das will ich behalten, das kommt weg. Dann, wenn ich den behalte, brauche ich den eigentlich auch nicht mehr. Ach, nur noch drei Rollen. Gut, ich kann ja auch ein paar Portalrollen gegen Identifikationsrollen tauschen. Das ist doch schön. Das ist ordentlich Schaden, der dazu kommt. Das dürfte eigentlich sogar deutlich besser sein. So, was haben wir hier? Cold Damage to Spells, Spell Damage, Lightning Damage. Okay. Nicht für den, aber vielleicht für einen anderen Charakter. Das sieht auch nicht schlecht aus. Gleich mal genau gucken, was besser ist. Habe ich noch einen Ring vergessen?
Komm, Lebenspunkte. Und Mana-Regeneration. Sehr schön. Leben, Mana-Regeneration. Das Ganze auf dem Two-Stone-Ring. Ha, ist gekauft. So. Was sagt die Rüstung? Die Rüstung sagt, ich habe sehr viel Rüstungsklasse, aber ansonsten kann ich leider auch nicht viel. So, was machen denn die Handschuhe jetzt hier im Vergleich? Meine können... haben ein bisschen Lebenspunkte drauf. Hat ein Handschuhpaar hier Lebenspunkte? Du hast ein paar Lebenspunkte. Chaosresistenz, okay. Rüstung ist auch nett. Stärke, okay. Keine Lebenspunkte ist schlecht. 1 bis 14 Lightning. 5 bis 12. Was habe ich denn für einen Grundtyp? 44 Rüstung, das wäre besser. Das wäre nicht besser. Ich glaube, wenn, dann würde ich gern die nehmen. Ich schmeiß... Na komm, ich behalte die. Zieh aber jetzt gerade erstmal keine davon an. Ich packe die erstmal nur in die Kiste. Den Ring, den tausche ich aber schon mal. Den Köcher wollte ich mal tauschen. 124. 148. Ein paar Lebenspunkte kann ich verschmerzen. Gut. Ein paar kleine Sachen mit, die man für Fragmente verscherbeln kann. Gut, jetzt muss ich einmal kurz zu... Oh, schön, würde sagen, muss zu Warichi zurück, aber der steht ja wunderbar nah hier. Na, ich treff dich. Das gefällt mir ganz gut, was ich da bei meinem Mana sehe. Frenzy Charges aufladen. Das ist richtig, dass der nicht nur ein Talisman hat, sondern auch noch hier von so einem blöden Geist besessen ist. Und Power Charges hat. Okay, von einem Geist war der nicht besessen, sonst hätte der eigentlich mehr droppen müssen. Scroll Wisdom, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, Scroll Wisdom. Wegpunkt. Dann machen wir direkt weiter. Holen wir erstmal das Ribbon Spool Ding ab. Außer dem Talisman. So, dann müsste jetzt eigentlich der Typ kommen gleich.
schon. Ach. Oh, falsche Richtung. Mein Fehler. Okay, das ist auch nicht schlecht. Vier blaue Ling. Blau, ja. Die blauen Kugeln, die da gerade um mich rumschwebten. Farbe ist ja auch immer ein bisschen Ansichtssache. Ich meine natürlich grün. Vier grüne Links. Ribbon Spool, check. Was haben wir hier? Blood Rage, Herald of Ice, okay. Gerne doch. Welcome to the docks. Was hatte meine Feuerresistenz? Ja, 38. Kann ich mit leben. Bin relativ gut zu Fuß. Kann mich hier wegdingseln. Also eigentlich dürfte da nicht viel schief gehen. Und ein Level Up. Sehr schön. Nochmal Lebenspunkte. Leider bei weitem nicht so gut wie der vorherige Punkt. Aber immerhin. Feuerhundis schön auf Distanz ausschalten. Abstand das Gefährlichste, was hier rumturnt. Also ein Pi. Ich muss auch mal gucken, ob ich nachher mit Tornado Shot, ob ich GMP oder LMP nehme. Beides durchaus machbare Versionen. Ich meine, ich habe ja schon mal einen Tornado Shot Charakter gespielt. Ich meine mich zu entsinnen, dass ich da GMP genommen habe. Oh, Quiver. Tu mir was Gutes, lieber Köcher. Was haben wir denn hier? Den würde ich gerne behalten, den anderen Bogen da. Das heißt, machen wir es so. Elemental Damage, Lightning Damage, Resistenz, Resistenz. Gegen Schaden. Okay, ich verliere ordentlich Schaden, kriege dafür schön Resistenzen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich ordentlich Schaden verliere. Guck mal, 162 zu... Ja, okay, 12 DPS sind's. Kann ich mit leben. Ich weiß mal, ein bisschen was von dem blauen Krempel hier wieder raus. Was will ich denn? Ach, ich versuche einen Bogen mitzunehmen. Kann ich mir auch schenken. Für einen Bogen habe ich wirklich nicht genug Platz, oder? Ne, wobei. Aha, geht doch. Where is the problem?
Vorsicht, Laggy. Sind hier. So, jetzt ist er alleine. Dann soll ich auch deutlich, na, nicht ganz alleine. So, jetzt stirb endlich. So, danke. Nervig. Ja, okay. Wollte eigentlich jetzt nicht so zurück, aber egal. Mal also ein paar Sachen, die jetzt hier für den eigentlichen Gebrauch gedacht waren. Und der Rest geht zum Händler. So, das sieht doch wieder besser aus. Ein bisschen mehr Platz hier. Kann ich mich doch viel besser entfalten. Ich sehe gerade, ich glaube, das Video geht auch mittlerweile schon relativ lange. Ich sollte jetzt noch eben mir den Wegpunkt hier besorgen. Und dann ist auch gut mit dem Video. Darf natürlich nochmal eben den Boss hier finden. Gut. Bitte lieber Wegpunkt, sei nett. Ich muss nämlich auch gleich los. Mir läuft ein wenig die Zeit davon. Ist immer so ist, da hat man mal, ja, wirklich Zeit habe ich sowieso nicht, aber da hat man mal wieder so ein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt keine ganz wichtigen Termine gerade. Und schon ruiniert ein leckender Siphon den ganzen Tag. Ich werde mal zum Baumarkt gucken, ob ich das Ding dicht kriege. Hindernis. Schnell ist der Dog Run gerade nicht. Dann drehen wir wieder einmal drum. Auch irgendwas übersehen. Da zum Beispiel. Ich habe mal eine Strongbox. Die hält wieder auf. Deswegen mache ich sie, glaube ich, auch nicht. Ein bisschen die Zeit aus dem Auge verloren.
Ach komm, ich guck zumindest mal. 1% Quality. Hier war ich doch schon mal. Ich genau den Weg hier verpasst. Quicksilver-Flas natürlich auch leer. So, aber zumindest. Jetzt müssen wir die Jungs auch treffen. Machen schon mal das andere Ding hier. Das ist praktisch, dann können wir beim nächsten Mal direkt mit Tornado Shot besorgen loslegen. So, haben wir nämlich alle Quest-Gegenstände. Jetzt muss ich nur noch hier den Wegpunkt holen. Der müsste ja jetzt eigentlich gleich kommen. Level 29, das hier ist auch 29. Nicht ein Recurve Bow. Den sollte ich gleich noch aufsammeln. Vielleicht kann der ja was. Auch noch. Da ist noch einer. Ach, da ist der Wegpunkt endlich. So, ja, wie gesagt, bisschen die Zeit aus den Augen verloren. Ja, deswegen eine ganz kurze Verabschiedung. Ich bin immer noch sehr zufrieden. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.